Joe, willkommen zurück. Jo, wir haben eine Menge aufgegradet. Bevor ihr geht, nehmt euch vor allem am Gipfel in Acht. Ich bin sicher, dass Odin da oben etwas beschützt und ihr wollt euch nicht bei ihm unbeliebt machen. Wieso muss er denn da immer gleich reinrennen? Ah, schade. Also wir haben jetzt einmal Blitzpfeile, wir können die, Seid ihr schon in wenn wir die Fafnirs Pfeiltaste nach Lagerraum oben gewesen? drücken, wechseln. Die ist ja die ganze Zeit blitzt. Komm, wir bleiben erstmal auf den Blitzpfeilen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat er jetzt Pfeile bekommen, Kommt mir die so vor, stärker als hätten sind. Wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Oger und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Klar, ich weiß. Es ist nur, stark zu sein, fühlt sich gut an. Weißt du? Ja, ich weiß. Ah, okay. An sich hat er ja nicht Unrecht, aber... Naja. Ein mächtiger Drehangriff gegen einzelne. Okay. Wir sollen hier hoch anscheinend. Okay. Hoch mit uns. Jetzt nach links wahrscheinlich. Oder auch nicht. Oh doch. Ich will endlich mal oben an dem Berg ankommen. Dieses ganze Kletter geht mir so langsam auf die Eier. Das hat sich. Kann losgehen. Hä? Sucht der Streit? Ah! Und auf einmal das andere Viecher. Geschafft. Das kann auch kaputt. Ja, yeah, das kommt auch weg. Das ist egal, wo ich drauf schieße. Nee, es muss das Ding sein. Oh, das gefällt mir. Aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. Was findest du seltsam? Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Weil du scheiße bist. Ich muss den wahrscheinlich hoch und dann kann ich da eine Mark splittieren. Dann fällt das alles runter. Oh, ja. Nur gerade zu erfragen, aber wie? Hat das gereicht? Nee. Ich muss genau treffen. Gegner voraus! Sehe ich nicht so. Bam! War der Gesundheitsschub, aber es ist nur so ein ganz kleiner Gesundheitsschub. Aber besser als gar nichts. Und vor allem, ich bekomme den richtig oft. Das ist echt cool. Das ist nämlich eine schöne Regeneration. Hier können wir so langsam auch auf den... Dann können wir auf den anderen verzichten. Dum, 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 dum. Yeah. Entschuldigung. Ausweichen in der letzten Sekunde aktiviert. Ach genau, das mit dem Verlangsamen. Das wäre halt echt cool. Eigentlich. Aber die Vitalität. Ja, entfesselt dann sehr einen Angriff, der Betäubungsschaden verursacht und Gegner zurückstößt.
Ja, von den Werten her wäre das eigentlich am besten. Nehmen wir das hier. Ah, okay. So läuft das dann. Auch wenn gefühlt das mit dem Heilen immer noch besser ist. Aber wir probieren mal das aus. Oh. Wir wollen uns jetzt langsam beibringen, das alles im Wechsel zu benutzen. Nein, ich will doch nur dich treten. Das ist ungewohnt. Ohne Axt. Die Gegner kommen einfach zu selten. Ah, wow. Alles für ein bisschen Leben. Kann das sein, dass die ab und zu mal wechseln? So von Leben zu Rage? Dass man das sich dann indirekt aussuchen kann. Weil der war doch eben noch rot. Also, da kann man mir erzählen, was man will. Ja, hier kann ich nicht durch. Was machen die da? Wieso sagt der Junge nichts? Ja, danke sehr. Ich bin bereit. Ah, den kann ich so Schaden machen. Dann mache ich das doch. Konzentriere dich, Junge. Du Arsch. Ja. Und weg mit dir! Jetzt aber! Weg mit dir! Du hast Potenzial, Junge. Nein, hast du nicht. Sieh mal, da ist eine Brücke. Aber wie kommen wir hin? Das erzähle ich dir nicht. Chill mal. Oder? Ach ne, kann ich kaputt machen. Yay! Da ist wieder was zum kaputt machen. Oh ne, sind die bestimmt wieder versteckt. Noch eins. Der hier heißt Emil. Mutter wollte mir von ihm erzählen, aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen aus seinen Achseln? Der ihn da ersticht, könnte Odin sein. Riesen aus den Achseln, und so entstehen also die Riesen. Schon ein bisschen widerlich. Was meint er? Meint er den Schnee? Oder war es jetzt nur zufällig?
Ich glaube, das war zufällig. Okay, dann wird irgendwo in der großen Ebene hier dann auch noch die anderen beiden sein. Yay! Es ist so toll, damit Dinge zu zerschmettern. Oh yeah. Ich weiß, was du meinst. Irgendeine Rune seht ihr aber noch nicht, ne? Oh Mann. Das könnte noch was werden. Ich finde es auch schön, dass es immer kleben bleibt. Ich mag das mit dem Stoßen nicht. Wie sieht denn das hier eigentlich aus? Oh. Okay. Es hat was. Macht aber auch dafür nur Schaden. So, das war hier, ne? Genau. Ja. Ja, bin auch schon dabei. Findest du nur merkwürdig, dass ich manche blaue hier ja angreifen kann und manche nicht? Puff. Puff. Da geht's weiter. Wofür ist das Rädchen? Was los? Okay, wir wissen schon mal, wo eins der Dinger ist. Jetzt ist rot geworden. Habt ihr's gesehen? Erstmal drüber. Oh, Scheiße! Kack, Vieh! Da lohnt sich schon fast mehr als ein... Und weiß, wo jetzt alles sind. Als allgemeiner Loot da drin. Aber dass es erst so spät kam. Ich hätte das mir früher vorgestellt mit den Leichen. Dass man dann viel früher davon damit Schiss bekommt. Ja, ey. Nenn mich nicht das Letzte. Das ist voll gemein. Oh, Loot. Ein Apfel. Egal, was wir das nächste Mal bekommen, wir kriegen dann auf jeden Fall ein Upgrade. So, das Senden wollen wir auch noch haben. Und puff. Puff. Junge. Diesmal gehe ich mal zuerst zur Seite. Ich bin mal so frei. Noch eine Markierung. Ich finde das ja. Hoppala. Ich finde das ja schöner, wenn er da noch was dazu sagen würde. Ist wahrscheinlich zu viel erwartet. Weit kann es eigentlich nicht mehr sein. Wir müssen ja eigentlich gleich oben sein. Das will ich eigentlich noch in der Aufnahme schaffen. Um dich dann es wird kälter. Danach offscreen
ein paar Sachen sammeln kann. Nicht mehr lange, Mutter. Oder auch doch sehr lange. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da hinter der... was ist, was ich... Da, der Gipfel! Oh. Wir sind ganz nah dran. Bisschen enttäuschend. Na gut, Drache wäre jetzt doof gewesen. Also. Der Gurt ist beim Kampf mit dem Drachen gerissen. Schon gut. Ich halte ihn einfach fest. Halt. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist zu einfach. Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir, kaputte Waffen jedoch nicht. So geht's erstmal. Gut? Gut. Geh. Ach so. Langsam, Junge. Pass auf, wo du hintrittst. Die Köcher hätte er aber nochmal benutzen können. Den Pfeil. Sei bereit! Na komm, drauf geschissen. Ah, da ist so einer wieder. Mit einer Eisrüstung. Ich hau ihn um! Okay, den kann ich nicht aufladen. Kann ich den aufladen? Nee. Doch nicht. Weg mit dir. Kackst du einfach so einfach hingepoppt. Na, ruf jetzt. Weg mit dir. Das Schild kaputt. Ah ne, der ist jetzt hinter mir. Der geht mir schon ein bisschen auf die Eier. Der kackt mich. Putz! Oh, dann habe ich gleich den Zweig genommen. Das war gar nicht meine Absicht. Oh, jetzt aber auch mit uns. Aber das kann es doch nicht gewesen sein. Hierfür fehlt uns noch die Magie. Wo geht's hier unten lang? Da ist auch nochmal Magie. Habe ich doch eben richtig gesehen. Was brauchen wir hier? Da muss es nach oben gehen. Ja, das können wir leider noch nicht kaputt machen. Auch mit den Sachen nicht. Schade. Du hörst die Stimmen auch, oder? Ja, sei still. Das ist der Mann, der bei uns zu Hause war. Du hattest ihn doch getötet. Psst. Wie ich sehe, bist du diesmal nicht allein. Muss wichtig sein, wenn die Söhne Hoas mich mit ihrer Gegenwart beehren. Sagt mal, überschlagt die zwei euch noch immer, um Papa zu beeindrucken? Der tätowierte Mann. Den Spuren nach reist er jetzt mit einem Kind. Wohin wollen die beiden? Woher soll ich das wissen? Du bist der klügste lebende Mensch, nicht wahr? Und sogar klüger als alle Toten.
Du hilfst mir. Ich sehe ihn helfe nicht. Dir. Sag mir, wo sie sind, und ich rede mit Odin. Dein Vater lässt mich nicht gehen, Baldur, und er wird verhindern, dass du mich tötest. Du hast mir nichts zu bieten. Also nimm deine Fragen, deine Drohungen und deine beiden nutzlosen Schwachköpfe und verpiss dich! Wenn niemand hinsieht, holen wir uns ein anderes Auge. Vergiss nicht, wir sind überall. Sind wir wirklich, nicht wahr? Kann das sein, dass sie mit dem Baum reden? Hä, was? Was haben wir denn da jetzt eingetragen? Ah, Baldur. Baldur, einer der Arsen, Odins Sohn. Thors Bruder. Könnten wir Thor sein? Nee. Er kam zu unserem Haus, kämpfte gegen Vater und wurde von ihm getötet. Dachten wir. Angeblich spürt er keinen Schmerz. Jetzt jagt er uns mit seinen Neffen. Aber wir wissen nicht warum. Ist er jetzt eigentlich weg? Oh, jetzt geht's wieder runter. Ich würde gerne hoch. Ah, dass sie uns nicht gehört haben. Ah, von euch haben wir gerade gesprochen. Ein tätowierter Mann unterwegs mit einem Kind. Geh und stell sicher, dass wir allein sind. Aber sie sind doch gegangen. Tu, was ich sage. Er weiß nicht, was du bist. Und dabei soll es auch bleiben. Wer bist du? Ich? Ich bin der größte Botschafter der Götter, der Riesen und aller Wesen der neuen Welten. Ich kenne jeden einzelnen Winkel, jegliche Sprachen, geführte Kriege und jeden Handel. Man nennt mich Mimir, den klügsten lebenden Mann. Und ich habe Antworten auf all eure Fragen. Warum jagt uns der Sohn Odins? Na gut, ich habe ein paar Wissenslücken. Aber Odin hält mich hier gefangen seit 109 Wintern. Ich bin sehr schlau. Ich finde die Lösung. Versprochen, ich brauche nur etwas Zeit. Es ist niemand da. Habe ich doch gesagt. Die Mutter des Jungen ist tot. Sie wollte das... Sie sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Oh, dann seid ihr hier am falschen Ort, kleiner Bruder. Der höchste Gipfel aller Welten ist nicht hier in Midgard. Wir sind Jötunheim, der Welt der Riesen. Nein! Hat sie das wirklich gemeint? Sieh doch! Das ist die letzte bekannte Brücke nach Jötunheim in allen Welten. Siehst du den Berg, der aussieht wie die Finger eines Riesen? Das ist der Gipfel, den ihr sucht. Nicht hier. Was ist mit dieser Brücke? Wir haben einen Bifrost. Als die Riesen die Brücken zu ihrer Welt zerstörten, haben sie diese hier mit einer Rune versperrt. Wenn es sie noch gibt, kennt die nur ein Riese. Und alle haben Midgard vor langer Zeit verlassen. Richtig. Doch heute haben die Schicksalswinde einen Wirbel des Zufalls erzeugt. Wisst ihr, es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Und ihr habt Glück. Ich habe sonst nichts vor. Wir gehen nach Jötunheim, ja? Strategisch gesehen eure beste und einzige Möglichkeit. Es ist der eine Ort, an den euch der Unbesiegbare nicht folgt. Was ist zu tun? Ja! Schneidet mir meinen Kopf ab. Was? Odin sorgte dafür, dass keine Waffe, nicht mal Thors Hammer, meinen Körper befreien kann. Glücklicherweise braucht ihr meinen Körper nicht. Der Trick ist, jemanden zu finden, der mich wiederbeleben kann. Mit der alten Magie. Alte Magie? Eine Hexe im Wald. Sie kennt diese Bräuche. Wird sie helfen? Vielleicht. Los geht's. Aber wenn sie scheitert, bist du tot. Er quält mich, weißt du. Tag für Tag. Odin selbst legt dafür Hand an und glaub mir, seine Kreativität ist grenzenlos. Jeden einzelnen Tag. Das ist kein Leben. Wie du meinst. Oh, aber ohne mich.
Bruder. Falls es nicht klappen sollte, musst du etwas wissen. Der Junge, du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer. Es gibt viel über mich, das er nicht wissen soll. Dir ist dein Geheimnis also wichtiger als dein Sohn. Ich hacke jetzt deinen Kopf ab. Auch gut. Einfach mal so dran geklatscht. Wir finden das verloren geglaubte Reich der Riesen. Das ist... Sehr lästig. Ja, das wollte ich auch gerade.